es einfach Spass macht, mit Kollegen eigentlich sich selber so fertig zu machen. Weil es kein Zuckerschlecken ist. Es ist ein riesen Spass, alle zusammen zu rennen. Ich kann mir nicht vorstellen, was das bedeutet, körperlich hier durchzugehen bei 30 Grad. Der Wille für sich selber, dass man es am Schluss ins Ziel schafft, das ist einfach ein herrliches Gefühl. Es kommt etwas Grosses auf uns zu heute. Wie war? Der Fisherman's Friend Strongman Run 2015 in Engelberg ist härter als je zuvor. Moderator Jonsch zittert schon vor dem Startknie. Ich bin recht nervös, weil das letzte Mal, als ich mitgemacht habe, war vor 4 Jahren. Dort war schon noch zu tun auf dem Militärplatz. Und das hat easy ausgesehen, im Gegensatz zu dem, was ich jetzt hier erwarte, wenn ich da den Berg darauf schaue. Es sieht heftig aus und ich habe Angst. Der Fisherman's Friend Strongman Run geht inzwischen in 8 verschiedenen Ländern über die Bühne. Der Philipp Bessig sorgt dafür, dass der Fisherman's Friend Strongman Run Engelberg der härteste von allen bleibt. Ich bin gestern hier über die Strecke und musste sagen, also ich laufe lieber in den anderen Ländern gemütlich flach als hier. Es ist schon sehr anstrengend. Ja. Viele der Teilnehmer haben sich mit viel Mühe kostümiert, was eine seriöse Vorbereitung aber nicht ausschließt. Ja, wir kommen durch, wir haben regelmässig trainiert, 5-6 Mal in der Woche. Diese Woche bin ich mal joggen und vorher habe ich Teller Pasta gegessen. Ich bin ready, ich bin so parat. Ja, ich bin umeinander geflogen, aber sonst ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel. Über 7'000 Teilnehmer wagen sich auf die Piste. Es warten Dreck, 7 Grad kaltes Wasser und Muskelkater. Weicheier sind da fehl am Platz. Ich hoffe einfach, dass ich irgendwie ins Ziel komme. Ich frage mich, wie was ich duschen da. Mega cool, das ist der Anfang. Ich freue mich für die 18 Kilometer. Super bis jetzt, ich mag schon nicht mehr. Von den Harten sind in diesem Jahr die Deutschen die härtesten. Bei den Männern gewinnt Lukas Kempe. Sau geil! Ein Hammerpublikum hier, es hat so Spaß gemacht. Die Schweiz ist der Hammer. Was sie alle hier angefeuert haben an den Seiten, das Publikum war voll da, ist der Hammer. Bei den Frauen Susanne Kraus. Hat viel Spaß gemacht, war hart, gleich die Schanze hoch. Also die Höhenmeter, die haben schon in sich. Beide sind gerade mal etwas mehr als 1,5 Stunden unterwegs. Beim Fisherman's Friend Strongman Run ist jeder, der ins Ziel kommt, ein Gewinner. Ja, es war Hammer, dreckig, heiß, aber jetzt, wo man es geschafft hat, mega cool. Heiß und länger, als ich gedacht hatte. Geil zu, ja. Also, alles dabei. Immer mega anstrengend, aber riesen Fun. Jetzt haben alle ein Jahr Zeit, um sich von den Strapazen zu erholen. Denn der nächste Fisherman's Friend Strongman Run wird kommen. Garantiert.